Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Nordfriesische Marsch vierfach. Ich habe gerade genießt. Entschuldigung, wenn man es gehört hatte. Oh, da kam plötzlich. So, wir haben natürlich größere Probleme mit CP hier. Und zwar, sobald ich den 8. Fahrer anmache, ist vorbei. Sobald ich 7 Fahrer, kein Problem. 8. Fahrer, hängt sich das Spiel auf. Weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Das heißt, wir müssen ein paar Dinge selber machen. Und ja, da gehört natürlich leider auch Abfahren dazu. Also was leider, ich mache alles gerne, ne? Man sieht halt nicht so viel, das ist halt ein bisschen problematisch dabei. Gerät muss entladen werden, das wird wahrscheinlich mein Drescher sein. Weil ich gerade jetzt hier dabei bin, Weizen zu entladen. Und ja, ich habe gehört, Tensuku oder beziehungsweise die Jungs von Curse Bay arbeiten daran, beziehungsweise arbeiten an einer weiteren oder an einer CP-Version, wo ein paar Sachen behoben werden sollten. Und da bin ich sehr gespannt, was das denn, wie das denn zustande kommt, beziehungsweise wie das wird. So, wo ist denn mein Tresor? Natürlich wieder ganz an der anderen Seite, ne? Darin muss aufgefüllt werden, das machen wir auch, ja. Das Schöne ist ja, wenn die Drescher laufen, abfahren, immer wieder abfahren, da kann ich ja machen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Mal kurz ran schustern und dann mal ein Knöpfchen oder warten, bis er leer ist. Dann ist ja kein Aufwand per se. Ich will ja nur, dass das Rad sich weiter dreht. Das wäre halt wichtig. So, passt. Ja, den müsste ich jetzt eigentlich noch anstellen können, glaube ich. Ich habe mir extra noch einen freigelassen. Aber der müsste hoffentlich, ansonsten muss ich ja gleich nochmal alles machen. Okay, das sieht so aus, wie das ist. Den habe ich natürlich auch noch. Oh, ich bange jedes Mal, wenn ich einen Knopf drücke, ob das noch geht oder nicht geht, ne? Ja, der muss halt noch, ne? Aber dann ist jetzt wirklich Feierabend. Viel mehr, glaube ich, kann es echt nicht anstellen. Dich, Kollege, dich werde ich jetzt entlassen und werde ich dann selber fahren. Wir haben jetzt noch einen vollen Drescher, der läuft. Genau, da müssen wir einfach noch ein bisschen warten, weil die Autodrive-Fahrer, die kommen immer gleich. Das dauert einfach einen Moment. Da oben haben wir einen. Du kannst eigentlich Knallgas, ne? Also, da unten steht ein Lexion, der wartet. Vergessen was? Wir machen Server. Wir machen Server, dann wissen wir wenigstens, was wir haben. Auch ein bisschen Innenansicht fahren, ne? Schadet ja auch nicht, habe ich gehört. Warte mal, wir zählen nochmal jetzt. Wir haben eins. Ne, wir haben mehr. Wir haben jetzt eins. Also das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir momentan. 7 haben wir aktiv. 7 haben wir aktiv. Und viel mehr sollte es auch nie sein. Zumindest ist es bei mir so. Wird wahrscheinlich bei jedem anders sein von euch. Aber bei mir ist die wilde Zahl ist die 7. Bis dahin kann ich gehen. Danach wird es problematisch. Aber wenn man es weiß, kann man natürlich damit arbeiten und somit ist das auch nicht so dramatisch. So, dann stellen wir den nochmal hier unter das Röhrchen. Wir werden den aber auch nochmal gleich einwerfen oder anwerfen. Ich bräuchte, um alles zu betreiben, bräuchte ich mindestens 10 CP-Fahrer. Mindestens. Damit wirklich einiges läuft, ne? Ja, du hast das Prinzip nicht so gut verstanden, muss ich ja sagen. Oder habe ich dich einfach nur falsch gemacht? Ah, du hast 2 Kurse. Warte mal, du brauchst aber nur einen, mein Freund. Entschuldige bitte. Du brauchst ja nur den hier. Weil du hast ja Erde, ne? Du musst die Erde fahren. Hä, wohin fährst du denn jetzt? Ach so, du fährst hier hin. Okay, du fährst einfach mal, ne? Finde ich gut. Finde ich gut. So, momentan läuft's. Momentan läuft's. Wir klopfen auf Holz. Dass es weiterläuft. Gut, den lasse ich jetzt einfach mal stehen. Abfahrer, da muss ich mich drum kümmern. Wir werden jetzt mal um den Kalker kümmern. Oh, hier ist auch schon wieder so ein voller. Hä, warte mal.
kannst doch einfach warten, bis er leer ist. Das hält, was, warte. Während dem Abladen anhalten aktiviert. Hä, da kannst du nicht jetzt schon wieder voll sein. Was? Oder ist der ATE-Fahrer einfach weggefahren? Kollege, der ist voll da. Also Dame, junge Dame. Ja, bitte. Machen Sie mal an, Ihren goldenen Johnny, und ab geht die Party hier. Ganz wilde Aktion. So, da haben wir irgendwas, was entladen werden muss. Das ist unser... Ah, ne, das ist der. Okay. So, Kollege. Du kommst jetzt mal mit mir. Dich mache ich selber. Dann machen wir dann VCA und gib ihm. Müssen wir nicht überstrapazieren, das Ganze hier. Holen wir noch ein bisschen frischen Kalk und dann geht's weiter. So, da haben wir eine kleine Brücke gemacht. So eine kleine Brücke. Den Kompost muss ich mir auch mal angucken, ne? Wie weit der mittlerweile ist. Aber ich glaube, das müssen wir alles auf nächste Woche schieben. Erstmal müssen die Felder wieder runter. Und während, also ehrlicherweise muss man ja sagen, während wir mit der Feldarbeit zugange sind, beziehungsweise in der Ernte sind, ist halt so gut wie gar keine Zeit für Produktionen, ne? Also die Produktionszeit ist wirklich während des Wachstums. Das muss man wirklich so sagen. Also während des Wachstums haben wir Zeit, aber ansonsten sehe ich da eher schlecht. Weiß auch gar nicht, wie der noch drin ist. Ah ja, oh mein Gott. Ja gut, da ist noch... Es war sechsstellig, ne? Also da ist schon noch ein bisschen was drin. So, dann fahren wir dann nochmal los. Hier wird ja fleißig gepflügt. Wichtig wäre auf alle Fälle, dass die ganzen Drescherweiten abgeschlossen sind, bevor wir mit dem Häcksler anfangen, ne? Weil wir einen Häcksler, ich sage euch, wie es ist, auf der 48, wir werden hier bestimmt 5 Abfahrer brauchen. Da glaube ich fest dran. 5 Abfahrer, glaube ich, ist realistisch für dieses Feld da unten. Ich meine, wir machen Pappel, ne? Also, das ist nicht einfach nur irgendwas, sondern wir machen halt wirklich Pappeln. Und deswegen kann das schon mal einen Moment dauern, beziehungsweise mit dem breiten Schneidwerk werden die Anhänger nach der Reihe voll werden. Also vielleicht haben wir gar nicht genug mit 5, sondern brauchen da einfach noch mehr. Mal schauen. Ich sage euch ja ganz ehrlich, wenn ich da kein Licht am Ende des Tunnels sehe, dann nehme ich mir LKWs, ne? Weil das, wird sonst eher schwierig werden. So, das stimmt nicht 40 Meter. Wir haben 18. So, ungefähr müsste es passen. Dann machen wir das mal selber. Da vorne ist ein Drescher, den müssen wir gleich entladen. Das mache ich noch vorher schnell. Weil hier machen wir nochmal die Bahn. Ja, das passt. Das passt auf alle Fälle. Hier liegt noch ein bisschen Stroh, aber das wird immer liegen bleiben in den Ecken. Da ist halt einfach schwierig. So, dann hüpfen wir mal schnell rüber. Zu dem hier. Beziehungsweise ich brauche nicht nur den Abfahrer davon. Das sieht gut aus. Das dauert einfach noch ein bisschen, aber das ist okay. Zack. Mal kurz in den Fendt rein. In den Fendt springe ich doch immer gerne rein, du. Die Anhänger sind mir auch sympathisch, ne? Diese Fliegelanhänger, oder der Fliegelanhänger, der Fliegelgarant, Abschiebwagen, ist mir sympathisch. Also da kann man sich wirklich unterhalten. Das von der Form ist okay, von dem Volumen ist okay, mit einer Plane, optisch ist okay. Also das ist wirklich ein guter Anhänger. So, dann hüpfen wir hier wieder rein. Und dann läuft das Rad erstmal weiter. So, während wir hier zugange sind, können wir uns mal ein bisschen die Produktionen angucken. Dieselherstellung läuft, Düngerherstellung läuft, Erdhafen läuft, Fermenter läuft nicht, Heutrocknung läuft nicht, Holzstamm läuft, Käserei läuft, sehr gut. Haben wir da mal einen kleinen Zwischenstand, wie viel da drin ist? Ja, noch nicht so viel, aber ist okay. Kalkwerk läuft, Kiesgrube läuft, Komposter läuft, Mehlwerk läuft, die Muschfertiganlage läuft, Palettenwerk läuft, die Pelletfabrik läuft, Pflanzenschutzmittel läuft, Alter! Die Zellstofffabrik läuft nicht. Das ist ein Problem. Warum? Keine Hackschnitzel. Es ist das gleiche wie immer. Keine Hackschnitzel. Wir können aber mal gucken, ob wir vielleicht beim Sägewerk ein paar Hackschnitzel überhaben, ne? Ui, da wird schon wieder knapp teilweise. Hackschnitzel, 255.000. Das wäre doch mal ein Punkt, dass man da mal ein paar Hackschnitzel runterholt, ne?
Müssen wir auf alle Fälle auch im Auge behalten, dass das auch läuft. Können wir vielleicht machen, wenn wir hier mit dem Kalten fertig sind. So. Ah, die Halle mit den BG-Aufklebern drauf ist schon cool, ne? Das feiere ich schon ein bisschen, muss ich sagen. So, oben links haben wir gar nicht mehr so viele rote Meldungen. Das eine ist AD. Der mit der Erde ist full, aber das ist okay. Der soll fahren. Ja, das momentan läuft. Momentan läuft. Wir haben jetzt aktive Fahrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wobei zwei davon AD sind. Und dann müssen wir uns mal anschauen, was wir denn überhaupt ansehen wollen, ne? Weiß nicht, ob schon wieder eine komplette Runde Weizen fällig ist. Wir hatten ja diesmal nur zwei oder drei Felder. Den Rest haben wir ja mit Tabak gemacht. Und da müssen wir uns angucken, was wir brauchen für die Produktionen. Müssen wir da auf alle Fälle nicht jetzt zu viel einlagern, sondern eher was auf Vorrat aufbauen, wenn wir nichts brauchen aktuell. Wobei ich das nicht glauben kann. Wir haben jetzt schon wirklich große Geräte, ne? Also, wer jetzt glaubt hier, ich habe irgendwie nur 6 Meter Arbeitsweite oder sowas, das ist ja nicht der Fall. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Streuer hier an 18 Meter. Und es dauert immer noch ein Weilchen, ne? Da sieht man mal, wie groß unsere Flächen mittlerweile geworden sind. Das ist wirklich krass. Aber es läuft. Also, momentan jammert keiner. Oh, ich glaube, der Fendt wird gleich im Weg stehen. Der da hinten. Mal gucken, ob da gleich eine Meldung kommt oder nicht. Einfach mal ein bisschen abwarten und genießen, ne? Ich habe mir auch schon überlegt, damit es ein bisschen langsamer vorangeht, dass wir vielleicht die Pflanzenwachstum runterstellen, ne? Aber dann glaube ich, bekomme ich Probleme mit den einigen Produktionen, wenn ich sie nicht mehr befüllen kann, weil das Zeug so langsam wächst. Oder zu langsam wächst. 43.000 Euro für was denn? Was habe ich denn gemacht? Ah, Erde wahrscheinlich, ne? Sehr gut, Erdeverkauf läuft. Das sind mir die liebsten Einnahmen, ne? Die ich gar nicht vorhersehen kann. Die einfach nur passieren. Bam, bam, bam. Haben wir denn noch genug Kalk für alles? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Da hinten kommt der Klaas wieder angerollt mit einer weiteren vollen Fuhre Stroh. Oh, guck mal, der Lexion und der Fendt haben sich da geeinigt. Okay, gut. Ab und zu läuft's einfach, ne? So, das heißt, wichtig wäre, warte mal, wir können das mal ganz kurz abbrechen, weil dann weiß ich zumindest das nächste Mal noch, was ich machen wollte. Wichtig wäre jetzt wirklich, den Kollegen zurückzufahren, nachher uns eine Mulde zu nehmen und da nochmal ans Sägewerk hochschicken, ne? Das wäre wirklich nochmal wichtig, weil sonst, die Hackschnitzel, die müssen wir runterbringen. Sonst sehe ich da keine Chance, dass wir da irgendwie die Zellstofffabrik am Laufen halten. Und es ist lebensnotwendig. Die Zellstofffabrik produziert die einzig wahre Kackpappe. Und da müssen wir... Also das kann ich nicht machen. Das muss laufen, ne? Also auch wenn vieles nicht läuft, aber die Kackpappe-Produktion, das ist lebensnotwendig. Die kann ich nicht einfach einstellen lassen. Das geht nicht. Also da müssen wir dringend handeln. Deswegen mache ich auch mal die Randale-Leuchte an. Weil da müssen wir jetzt Gas geben. So, warte mal, da hinten haben wir noch eine Mulde stehen, das ist okay. Dann machen wir das Fässchen mal hier rein.
Na, hätte er klappen können. Blöd, 10 Meter Nant. So. Das funktioniert. Dann klemmen wir uns nochmal den nach hinten. Und den schicke ich dann nochmal hoch. Dann weiß ich beim nächsten Mal genau, was Sache ist. Gut, liebe Leute, für heute würde ich sagen, lasst es erstmal gut sein. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, kommenden Dienstag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch 4-fach. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.